Das sieht etwas merkwürdig aus, aber. Es gibt so viele Verletzte hier, da muss man sich um alle kümmern. Ich müsste das Original einmal sehen. Vielleicht könnt ihr mich zu ihm bringen, mal. Zu einem Freund. Die Prothesen muss ich erst noch bauen. Die muss ich erst noch bauen. Ach, ihr wollt sie erst noch bauen? Ich Ja. verstehe. Vielleicht solltet ihr mit Leonardo reden. Er ist da sehr erfinderisch drin. Ich weiß nicht, ob er sich mit der Anatomie so gut auskennt. Also, das ist ja jetzt hier keine Sache, wofür man irgendwelche Mechaniken braucht. Ja, Großartig. aber er versteht sich auf viele Talente, also. Ja. Ah, ich muss da vielleicht nochmal mit ein paar Anatomen reden. Egal, ist auch egal. Danke dir auf jeden Fall. Danke dir auf jeden Fall. Wisst ihr eigentlich, dass wir richtig viel Glück hatten auf dem 12 Götterplatz? Also natürlich nicht richtig viel Glück, aber immerhin eine Statue hat überlebt von allen 12 Göttern. Aha, Die das sind von aber Herrn gute Firun. Nachrichten. Die vom Herrn Firun. Was wisst ihr eigentlich über die Statuen? Man schaut mal Isarun an. Isarun, was wisst ihr über diese Statuen, die auf dem 12 Götterplatz stehen? Nicht besonders viel, also die stehen halt schon ewig und 3 Tage dort. Wann Ja. genau die erbaut wurden, weiß ich aber nicht. So gut kenne ich mich mit der Geschichte von Garrett nicht aus. Ja. Also, vielleicht sollten wir die Firun-Statue, ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber nachbauen lassen und dann die eigentliche Statue, die jetzt da steht, zu Geld machen. Was? Wie Geld machen? Hä? Ihr wollt eine Götterstatue verkaufen? Naja, die Und dann Götterstatue. ein falsches Duplikat aufstellen? Wer soll denn bitte eine Steinstatue kaufen? Die ist doch nur von. Die ist doch. Hä? Ach so, ihr wisst es nicht. Okay. Ich dachte, das wäre so ein offenes Geheimnis unter den hohen Herrschaften. Also, ich wusste es ja nicht. Ich gehöre zum gemeinen Volk und ich bin auch gar kein Garreter, aber die anderen Garreter werden es bestimmt auch nicht wissen, weil sonst hätten die Statue schon mitgenommen. Die ist doch aus Gold. Die ist doch nur steinern vermörtelt. Gesamte Statue aus Natürlich. Gold. Da ist ein bisschen Mörtel abgebröckelt. Das ist mir gestern aufgefallen. Und jetzt sieht man das so ein bisschen Gold. Und bevor die Bevölkerung nachher die Goldstatue klaut, weil ja hier alle Leute Geld brauchen, um die zu essen zu kriegen, dachte ich mir, sichern wir die. Wer baut denn bitte eine Goldstatue und versteinert die dann? Was heißt bauen? Die steht da doch schon seit Ewigkeiten, habt ihr doch gerade gesagt. Ja, aber wie groß waren diese Statuen? Die waren doch über Menschen groß, oder nicht? Ja, aber trotzdem, die ist doch dann super wertvoll. Und wenn du genug Hungernde hast, dann wirst du verzweifelte Menschen kriegen, die so etwas tun. Selbst wenn wir die Statue nicht veräußern wollen, einpacken, wieder zumörteln und wenn die ganze Stadt sich wieder beruhigt hat, aufstellen. Was ist Warum denn mit baust den du jetzt anderen mal das hin? Statuen? Sind die aus dem gleichen Nee, Material? Also, die sind aus Stein und sind kaputt, da sind aber auch nur noch Überreste da. das ist ja seltsam. Warum sollte gerade diese Statue aus einem anderen Material gefertigt sein sollen? Also bei uns gibt es kein Firun, es tut mir leid. Also natürlich gibt es den Firun überall. Ich meinte natürlich, bei uns gibt es keine Firun-Tempel in Kunshun. Vielleicht, als die Statuen aufgestellt wurden, war ein besonders firungläubiger Herrscher an der Macht. Das kann ja Ja, sein. aber was hat Firun mit Gold zu tun? Vielleicht waren die anderen auch aus Gold und wurden im Laufe der Zeit gestohlen, weil sich jeder dachte, okay, Nee, da diese liegen ja noch mal die Heimatstätte. Statuenüberreste von den anderen Statuen. Ja, vielleicht haben Gleich, die auch. gleichwohl, was wir damit vorhaben, dass sie als einzige unberührt blieb, machte sicherlich zu einem göttlich signifikanten Relikt und wir sollten sie in der Tat sicherstellen. Ja, wie wollt ihr diese riesige Statue da wegtragen? Mit einem Wagen? Es ist nicht so, als hätten wir wirklich viel Manneskraft zur Verfügung. Alle sind beschäftigt. Entschuldigung. Also, nicht, dass ich nicht sagen möchte, dass wir was Wichtiges zu tun haben, aber haben wir nicht was Wichtigeres zu tun? Ich Ich will ja nur sagen, denke. dass irgendwelche Leute vielleicht diese Statue klauen werden oder Teile von der Statue. Denn wenn man den Stein abschlägt, das Holz ist Gold, wenn es wirklich pures Gold ist, so schwach, dass man es ja jetzt hier ja, mit einem Hammer und einem Meißel sozusagen sehr schnell rausbearbeiten kann, weil Gold weich genug ist. Wie Aber groß ist da ist die nicht auch Rüstung? diese eine Magierakademie, welche nochmal die Rüstung oder die andere Ist nicht Sicherung? bald an dem Platz? Nein, die Schwert und Stab ist am 12 Götterplatz. Ja, dann sagen wir denen Bescheid, dass die da bitte mal ein Auge drauf haben. Die sind doch eh da. Nun, der 12-Götter-Platz ist doch direkt um die Ecke. Warum holen wir das Ding nicht einfach mit einem Karren? Wir können es ja erstmal in den Innenhof der Akademie tun, wenn der zugänglich ist. Oder Ja. dies. Hauptsache, die Leute bemerken nicht, so, deswegen ist der Abtransport ja ganz wichtig. Wenn wir den Stein falsch anpacken, das Ding ist ja, ne, dann wird der Stein abbröckeln, und wenn die Leute sehen, dass es Gold ist.
Also wir müssen das schon sehr geschickt machen. Und da predigt auch jemand immer. Also sprich jetzt hier einer der Märtyrer predigt da direkt immer an der Statue. Erzählt er auch seltsame Geschichten? Nö, ich habe da jetzt nichts Seltsames gehört. Also ich hab dem so, weiß nicht, so ein gutes kleines, so ungefähr ein Viertelstundenglas habe ich ihm zugehört, vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich habe da nichts rausgehört, was irgendwie komisch klang. Ich habe nur eben gesehen, dass die Statue golden ist und da dachte ich mir so, oh, okay, bevor dir einer klaut. Oh. Vielleicht sollten wir im Schutz der Nacht diese Statue abtransportieren. Ja. Nachts schlafen Leute auf dem Platz. Frag mich nicht, warum ich das weiß. Warum sollten wir mitten in der Nacht herumhantieren, wenn wir es auch bei Tage tun können? Also wir können aber ungesehen entfernen, das geht nicht. Ja, aber dann soll doch einfach die Schwert und Stab da so lange ein Auge drauf haben, bis wir Zeit haben, die Statue dort abzutransportieren. Die steht da doch schon. Ihr meint die Schwert und Stab, die derzeit voller Magier ist, die nichts Besseres zu tun haben, als auf die Statue von uns aufzupassen. Diese Schwert und Stab, ja? Und nicht die andere Schwert und Stab. Nein, ich meine die Schwert und Stab, die bestimmt auch irgendwelche Angestellten hat, die jetzt ehrlich gesagt relativ wenig zu tun haben, weil vermutlich gerade wenig Schreibarbeiten zu tun sind. Das muss ja kein Magier sein, der darauf achtet. Eine Güte, stellt alle ein Bauernjungen werden dahin. Mit den Aufräumarbeiten zu tun haben. Also so ja, ist es nicht, dass die jetzt da rumsitzen und Däumchen drehen. Dann stellen wir da einen Bauernjungen hin, der in die Schwert und Stab laufen soll, wenn irgendwer anfängt, die Statue abzubauen. Das wir ist schauen jetzt so erst einmal, ob im Innenhof Platz ist. Wenn dort Platz ist, würde ich ein paar Rekruten herbei zitieren, die dann die Statue dorthin rücken können. Und von da aus können wir sie dann bei Zeiten auch sicherlich im Hintergarten der Residenz aufstellen. Das genau, und wenn es nicht möglich ist, die Statue dort hinzubringen oder auch in die alte Residenz zu bringen, weil noch da irgendwie zu viel Kram rumliegt, dann werden wir sie einfach wieder ein bisschen grau anmalen, wo da der Mörtel abgebröckelt ist und das irgendwann anders machen. Wir sollten sie nach bestem Wissen und Gewissen irgendwann der Vierungkirche unterstellen, überstellen. Ich glaube, es gibt gar keinen Vierun-Tempel in Garth. Deswegen irgendwann. Sicherlich in Galles war doch. Vergessen wir alles. Ach, da wünscht sich schon irgendeiner finden. Die Frage ist halt nur, wie wir das Ding transportieren. Wie gesagt, ein Karren und ein paar Seilen und wie groß sind die Statuen? Sind die lebensgroß? So groß wie ich? Was schätze ich denn? Ich war da ja schon mal. Wie groß ist so eine Statue? Steht die auf einem Sockel? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, die ist ungefähr 3 Meter groß. Dementsprechend überlebensgroß und auf einem Steinsockel, ja. Also, wenn ihr nicht gerade da einen Kran aufbauen wollt, den wir vielleicht dafür nutzen sollten, gerade irgendwelche dämonischen Trümmer wegzuräumen, dann sehe ich nicht, wie wir die transportieren. Wenn wir sie nicht alles Kraft und eine Seilwinde kriegt man das aber auch hin. Ja, aber dann bricht uns doch der Mörtel weg und dann haben wir die goldene Statue. Nee, mit genug Manneskraft nicht. Ja, aber das ist eine 3 Meter große Statue immer. Wie willst mit, du die mit einem Seilzug und einem Gegengewicht geht das. Also ich denke auch, spätestens mit 2 Seilzügen und jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, 20 Mann oder so. Ja, gucken wir uns das Ganze erst einmal an. Wenn da viel zu viel Schutt rumliegt, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Dann schauen wir uns das an. Ja, gut. Ja, und so brecht ihr auf nur wenige Meter über Schutt und Stein zum Zwölfgötterplatz. Unterwegs sagt man noch, also ich habe ja diesen Herrn Firun-Statuen, also die Statuen von Herrn Firun, habe ich noch nie so gesehen, aber schaut euch mal die Gesichtszüge an, der sieht sehr ernst aus. Ist es ein ernster Gott? Firun ist der grimme Herr des Winters. Natürlich ist er ernst. Ich weiß nicht, bei uns hat noch nie, also ich wusste, dass der Herr Firun zu den Zwölfen gehört, aber mehr war mir in Kunchum nie bekannt gewesen. Ich glaube, er wird auch eher im Norden verehrt. Dort eben, wo es Schnee und Eis gibt. Ja, und aber natürlich uns wird auch nicht wirklich verehrt. Und in dem, was von Tumbria noch übrig ist. Doch, der ist der Herr der Jagd und nicht der Herr des Winters. Bei uns hat er ein wenig eine andere Bedeutung, da nun bei uns zu Hause der Dschungel ein wenig gefährlicher ist als das hier. Ah, okay. Ja, wir haben keinen Winter. Aufräumarbeiten jetzt am Tage laufen gut, am frühen Morgen. Ihr könnt auch erkennen, wie die ersten großen Suppenkessel dann hier aufgestellt sind und etwas Brot dann ausgegeben wird, vor allem für die Verletzten und auch die Kinder, die Alten. Die ersten hart Arbeitenden sind schon dabei, die ja, Trümmerteile dann klein zu hacken mit großen Spitzhacken. Ihr könnt auch nach und nach einige Handschuhe erblicken, die Ömer in Auftrag gegeben hat. Und große Fuhrkarren mit Pferd und Ochse davor, die dann in Richtung Süden oder aber in Richtung Westen rumpeln. Vor der Statue selbst steht aktuell keiner der 8 Märtyrer, beziehungsweise einer ihrer Prediger und Zeloten.
Ach, gestern war da einer da. Heute steht ja gar keiner. Oh, vielleicht ist es ein Spätaufsteher. Klopf vielleicht. Mal gegen die Statue. Fühlt sich das so an, als wäre die mit irgendwas einfach nur beschichtet oder fühlt die sich erstmal massiv an? Klingt nach Stein. Ja, guck mal da an der Gürtelschnalle. Ihr müsst an die Gürtelschnalle schauen. Und da mal. Warte mal, ich muss mich mal 2 Meter nach links. Können wir mal eine Sinnenschärfeprobe? Ja, wenn du die Gürtelschnalle anfassen willst, musst du schon da hochklettern. Beziehungsweise Götter und Kulte, das ist viel wichtiger. Götter und Kulte, ja. Gucken. Ich bin doof wie Meterfeldweg. Kiaras hat wieder 13 Sternchen. Oh, Kiaras! Auch wenn er außer Land verkommt, die 13 Sternchen helfen trotzdem. Adan will nicht, hat nicht, kann nicht. Ich hab doch. Ich guck doch. Ich bin direkt unter Kiaras. Kiaras, ja, ich muss nicht auch das an Abels Abbild glauben. Das ist nicht das Abbild des grimmen Herrn Firun, sondern das vom Falkner im heiligen Emmeran. Also, ich weiß ja nicht, wie das hier im Norden ist, aber der Firun wird bei uns anders dargestellt. Jalan, ihr kannst erkennen, dass die Gürtelschnalle selbst leicht glitzert und sie eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Stück hat, was du aus dem Keller geborgen hast. Das ist keine Gürtelschnalle. Ich kam das mal raus, ich hatte irgendwie total vergessen, dass ich das noch in der Tasche hatte. Schaut mal hier. Gibt dir das mal, Raffin war hochgeklettert, richtig? Ömer hatte doch die Goldkette sozusagen, die wir aus dem Keller geborgen haben. Ich glaube, ich hatte sie ihm abgenommen, um sie mit meinem Händen zu vergleichen. Ist auch egal, auf jeden Fall, ich gebe dir mal den Erstbesten, der oben auf dem Sockel steht, hoch. Halt den mal daneben. Wo sind die denn her? Das ist die aus dem Keller, die hatte ich doch von Ömer genommen. Ach, die! Sieht ähnlich aus, würde ich sagen, aber bin mir jetzt auch nicht so sicher, ich habe keine Ahnung von sowas. Halt sie mal dran. Ja, ich halte das mal daneben, sieht für mich vermutlich sehr ähnlich aus, richtig? Absolut identisch. Sieht gleich aus, denke ich. Aber mir, komm mal hier hoch, du hast doch mehr Ahnung von so Schmuckdingen. Jetzt klettert nicht alle auf dem Sockel rum. Ja, warte mal, geht die ja, andere. Ja, ihr seid sehr auffällig da. Ja, auf jeden Fall erstmal da runter. Ist das andere daran festgemacht oder wenn ich da jetzt einmal dran ziehe, habe ich das Gefühl, das könnte abgehen? Also die Gürtelschnalle sozusagen. Ja, müsstest du auf alle Fälle mit dem Dolch oder sowas rausbrechen. Die ist doch schon mit dem Stein verarbeitet. Ja, dann kletter ich erstmal wieder darunter. Ja, ich denke, das wird das gleiche Ding sein. Komisch. Warum liegt da eine gleich aussehende Gürtelschnalle im Keller der Brauerei? Aber was habt ihr gesagt, Kiaras? Wir haben euch unterbrochen. Nun, was auch immer das für eine Statue ist, es ist keine Firun-Statue. Firun wird anders dargestellt. Vor allem, stimmt, dieser Falke. Ach, es ist nicht Firun. Ich dachte, das wäre hier. Ich dachte, hier stehen alle Statuen der 12 Götter. Was denken sich diese Garretter denn eigentlich, hier so eine Märtyrerstatue unter die 12 Götter zu stellen? Lass uns das nicht hier sprechen. Lass uns doch mal in den Garten der Sterb- und Schwertler gehen. Da sind wir schon unter uns. Ja, warum nicht? Gehen wir erstmal. Sieht für mich immer noch aus wie Firun. Nun, ich meine, Magistreserun. Es gibt hier keinen Firun-Tempel. Vielleicht war einfach niemand da, der ein genaues Götterbild halt machen lassen. Also hat man das genommen, was man hatte. Den Halling immer ran. Ja, aber das geht doch so nicht. Also, das hätte man doch in der Zeit mit Sicherheit mal berichtigen lassen können, also von reisenden Firun-Geweihten sich beraten lassen können. Und ich meine, wie oft seid ihr über diesen Platz hingegangen und habt nie einen zweiten Blick darauf geworfen? Ja, das stimmt allerdings. Man hat sich so an den Anblick gewöhnt. War die Statue wirklich immer schon da? Vor allem, habt ihr die Armhaltung beachtet? Und ich meine, sie ist halt Gold. Vielleicht dachte sie später. Vielleicht ging die erste kaputt und man hat die sie ja später aufgestellt. Habt ihr die Armhaltung gesehen von dieser Statue? Das sieht aus wie ein Falken. Die zeigt in Richtung Praios-Tempel. Welcher? Ja, von der Statue. Nein, welcher Tempel? Welcher Tempel? Es gibt mehr als einen. Ich vermute den alten, oder? Den alten Praios-Tempel? Die Priester Noralexakrale, ne? Und seht ihr, da unten sind der Wandstrahlturm und der Tempel der Gerechtigkeit. Da hinten ist die Priesterkasse-Sakrale. Da ist die Stadt des Lichts. Da oben müsste irgendwo der Halbtempel stehen. Seht doch. Ich zeig mal auf die Statue. Seht doch. Silber. Auf den Trümmerberg also. Von hier aus direkt in Richtung Osten. Priesterkasse Noralexakrale. Könnte aber auch der Efer-Tempel sein. Der ist auch in der Richtung. Oder noch weiter. Oder der Chor-Tempel. Der ist auch in der Richtung. Wenn wir jetzt, das war doch auch eine Heiligenstatue in dem Keller der Brauerei, nicht wahr?
Märtyrer, ja. Ja, genau. Ob die wohl auch zur Priesterkaiser sakrale Zeit? Lass uns nachschauen, schnell. Das wird schnell schwierig sein. Die ist ja unterirdisch. Ja, dann zeig mir nochmal ganz kurz die Schnalle. Ist das wirklich eine richtige Gürtelschnalle? Ich gebe die Ömer. Ömer, schaut es mal an. Ist das wirklich eine richtige Gürtelschnalle? Ömer hat ein bisschen Ahnung von Kleidung. Nee, es ist keine Gürtelschnalle. Es ist, wie ich das beim letzten Mal beschrieb, mehr ein Kettenglied. Ich habe das letztes Mal beschrieben mit sowas wie eine Bürgermeisterkette, also eine große, die du dir um den Hals hängen könntest. So würdest du es ungefähr verstehen. Aber das gleiche Glied ist sozusagen dort als was ist das jetzt? Als Gürtelschnalle verarbeitet oder wie ist das? Genau, es ist eine Gürtelschnalle, die mit grauer Farbe bzw. mit Steinmörtel angemalt ist, um dann das Güldene dahinter zu verbergen. Also nicht die ganze Statue ist gülden, sondern nur diese eine Kette. Diese eine Gürtelschnalle. Wir sollten gucken, ob wir die anderen heiligen Bilder, Statuen finden, ob sie ähnliche Schnallen haben. Ach, was bedeuten die? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man diese Schnallen einsammeln, zusammenfügen und dadurch löst sich das Rätsel. Sag mal, habt ihr einen Schlag auf den Kopf bekommen? Und habt ihr nichts Wichtigeres zu tun, als irgendwelche Puzzleteilchen aus Kettengliedern oder sowas zu machen? Das stimmt wohl, aber vielleicht sollten wir jemanden fragen, der mehr Ahnung hat. In der Sintekirche sollten sie doch Ahnung von sowas haben, oder? Na, mit Sicherheit, auch über die Stadtgeschichte. Vielleicht löst sich das alles dort auf. Gut möglich. Vor allen Dingen, wo würdet ihr überhaupt suchen? Die eine Statue stand unter einem ehemaligen Waisenhaus und einer aktuellen Brauerei und diese stand mitten auf dem Zwölfgötterplatz. Das sind ja nicht gerade Orte, die sich gleichen. Nee, da sucht man sich ja dumm und dämlich. Vielleicht sollten wir die Leute fragen, die die Stadt von Trümmern befreien, dass sie uns melden, wenn sie Statuen finden. Ich denke mir an ein geografisches Rätsel. Wenn es gibt die vier Himmelsrichtungen und es gibt acht Heilige, heißt, in jeder der vier Himmelsrichtungen und als Mittelpunkt zwischen den Himmelsrichtungen müsste jeweils eine Statue sein. Das ist jetzt aber ein bisschen weit hergeholt. Also, wir haben zwei von diesen komischen goldenen Sachen gefunden. Wie ist es nochmal, wenn ihr euch die Statue im Keller anschaut und schaut nach, ob die auch in eine Richtung zeigt? Vielleicht zeigen sie alle auf die priesterkaiserliche Norax-Hexakrale. Ja, wie auch immer. Aber dann könnte man vielleicht tatsächlich mit Abemirs berechnen, also ich könnte das nicht ausrechnen, aber das kann man bestimmt ausrechnen, wenn hier zwei Punkte sind, wo die anderen Punkte sind, wenn sie alle auf die... Wir können vielleicht versuchen, im Norden der Sakrale, dort ist der Zar-Tempel und der Simia-Tempel, vielleicht finden wir dort eine. Ich muss allerdings mal Gestreserun zustimmen, wir haben nicht die Zahlen, jetzt irgendwelchen vielleicht oder vielleicht auch nicht existierenden Statuen hinterher zu jagen. Das stimmt wohl. Ah, wo wir gerade von wichtigeren Dingen sprechen, ich habe am Chortempel eine Nachricht ausgehängt, dass wir jeden Söldner anheuern, der während wir habhaft haben können, dass sie erstmal zur alten Residenz kommen sollen. Nur, dass ihr nicht überrascht seid, wenn da welche auftauchen. Habt ihr wieder einen Banner Söldner angeheuert? Ich guck mal, was ich kriegen kann, aber ich glaube, wir können gerade jeden Mann brauchen, den wir kriegen können. Und wie wollt ihr diese bezahlen? Bildlich heraus, wir haben Gold. Ach, woher habt ihr das? Wir? In der Tat. Ich dachte, wir sind hier der Rat der Helden, das wird sich schon irgendwie finanzieren. Frage ist doch okay, sagen wir, wir bekommen 50 Söldner, was machen wir denn? Ja, was machen wir mit denen, ist die Frage doch jetzt. Wir haben ja keinen Krieg gerade, den wir führen, sondern Aufräumarbeiten. Was machen wir mit den Söldnern? Also, ehrlich gesagt, müssen wir immer noch mal, ich befürchte, dass wir immer noch einige feindliche Söldner in der Stadt haben werden. Einfach, weil die Stadt riesig ist und sie zurückgeschlagen wurden und ich mir gut vorstellen kann, dass wir immer noch, sagen wir mal, feindliche Elemente in der Stadt haben. Außerdem würde es, glaube ich, gut den Menschen tun, wenn wir wieder Präsenz zeigen könnten. Außerdem habe ich schon die ganze Zeit ein ungutes Gefühl. So viele Tote in der Stadt. Es
Könnte passieren, dass wir es mit Untoten zu tun bekommen. Wenn diese Wachstreifen organisieren, oder? Ja, und die Plünderer. Irgendwer muss auch mal die Plünderer aufhalten. Ich meine, mit 50 Mann schaffen wir das nicht. Selbst wenn wir 50 Mann kriegen, wenn überhaupt. Aber das würde vielleicht einige gute Bürger daran erinnern, dass es doch auch Strafen gibt, wenn man plündert. Aber wenn diese Prediger weiterhin ihr Werk verrichten, kann es durchaus sein, dass wir die ein oder andere Revolte niederschlagen müssen. Richtig. Und dafür sind Männer des Chors die Besten. Ich fürchte das vor sich, nehme ich nicht davor. Zumal einige Restteile des persischen Heers hier nördlich vor der Stadt lagern sollten, die wollen wohl irgendwann wieder bezahlt werden. Richtig. Also ich denke, wir sollten... Ich weiß gar nicht, worum sollten wir uns zuerst kümmern? Sollten wir uns erst um... Ich glaube, wir sollten uns erst um Nahrung kümmern, oder? Richtig, die Straßen müssen frei sein. Und wenn wir einige Reiter brauchen, die schicken wir nach Ragat und nach Punin und nach Ferdok und nach Romulus. Und sehen zu, dass wir Korn herbeischaffen. Wir müssen auch unbedingt den Weg nach Süden freimachen, damit die ganzen Toten aus der Stadt gekarrt und begraben werden können, bevor es zu Seuchen kommt. Ich denke nicht, dass wir in der Lage sind, sie zu begraben. Ich hatte bereits mit anderen darüber geredet, wir werden sie wohl Ingrim gefällig bestatten müssen. Das ist auch in Ordnung, aber zumindest müssen wir verhindern, dass sie irgendwelche Seuchen verbreiten. Ja, wir sollten anfangen, die Scheiterhaufen zu erbauen. Ich habe den Torbrüdern Bescheid gesagt, die machen die Wege primär jetzt erst einmal bis zur nächsten Noradek-Sakrale und um die nächste Noradek-Sakrale herum frei. Und ja, wie gesagt, der Süden, der südliche Teil der Stadt ist nicht so den ihr Territorium. Eine wichtige Sache ist auch noch die Trinkwasserversorgung in der Stadt. Die gefährdet? Nun ja, wir haben nur einen schmalen Bach und nun ja, er scheint nun ja fast auszutrocknen. Ach, Papa, es gibt ganz viele Zisternen und Brunnen und so. Also irgendeine unterirdische Wasserquelle gibt's wohl, habe ich mal gehört. Ich würde einem fließenden Gewässer mehr vertrauen als diesen Brunnen. Ja, wird sich wohl lohnen, nochmal zum Effa-Tempel zu gehen und ihnen mehr Männer zur Verfügung zu stellen, dass sie die Gewässer wieder reinigen oder von Trümmern befreien. Ja, das sollte deren Hauptaugenmerk sein. Halte ich für eine gute Idee. Zumal stehendes Wasser auch von den Auswirkungen des Splitters bereits verdorben worden sein kann. Vielleicht sollten wir einen zentralen Organisator einsetzen, der sich um die Ausbreitung von Seuchen kümmert. Ein Seuchenherr. Was ist mit dem Piranha-Tempel im Norden? Die stehen doch nicht, oder immer? Was steht im Norden noch? Im Norden steht alles. Dann sollten wir von da vielleicht einen Piranha-Geweihten herbeibringen lassen. Also es gab einige Tote durch die Angriffe in Wallgraben, aber grundsätzlich steht alles in Wallgraben. Also aus dem Piranha-Tempel in Wallgraben, glaube ich, werden auch schon viele Lebensmittel sozusagen, die wir dort eingelagert hatten, für die Tobrier sozusagen jetzt mit der Stadt geteilt. Also dass das nicht nur für die Tobrier ist, sondern auch für die anderen Leute, die jetzt hier viel verloren haben und auch nichts mehr zu essen haben. Was das angeht, wir sollten uns Carfangs Speicherhäuser vornehmen. Die müssten randvoll mit Korn sein. Ob Ashenrod wohl noch steht? Ashenrod? Vermutlich nicht allzu... Obwohl, das Arena-Viertel ist komplett zerstört, vielleicht... Wenn es Plünderungen gab, dann dort wahrscheinlich am meisten. Denkt hier, da gibt's doch nichts zu holen. Ich dachte, das sind die gesamten Speicher der Stadt. Ah, verdammt. Dutzende von vollgefüllten Kornspeichern. Wer hat die Adressen von diesen Kornspeichern? Ömer? Ich würde sagen Carfing. Ja. Also ich weiß, wo die Kornspeicher sind von Carfing. Ich habe die mal ausfindig gemacht, als wir überlegt hatten, ob Carfing einer der Guten oder der Bösen ist und sich sicher waren, habe ich einfach mal mich umgeschaut ein wenig und weiß, wo der seine Sachen einlagert. Ist aber Carfing eigentlich schon tot? Zumindest ist er anscheinend noch nicht unter den Trümmern hervorgekrochen. Und im Zustand der Sakrale kann man durchaus davon ausgehen, dass er dort nie wieder herausgebrochen wird. Okay. Entschuldigt, ich hatte euch unterbrochen, Ömer. Entschuldigt. Das kann Ding, kann Ding. Wir müssen uns überlegen, wie wir am besten nach Ashenrod und den Maedas Grund hineinkommen. Entweder, wenn das Puniner Tor endlich freigeräumt ist, oder vielleicht müssen wir an der Tempelhöhe einen Durchbruch in der Mauer schaffen. Gab es doch nicht einen Durchgang? Ich meine doch, dass es dort einige Antworten gibt. Ragnar hatte doch einmal etwas erzählt. Das Romulisator ist
durchaus einsatzbereit und alles, was ich von Mylas Grund gesehen habe, auch wenn das nicht viel war, schien in Ordnung zu sein. Ha, da habt ihr aber nicht die guten Teile von Mylas Grund gesehen. Also, ne, für Mylas Grund in Ordnung. Nun, für Garrett aktuell ist Mylas Grund wahrscheinlich noch in Topform. Und da sind da nicht auch diese Hexensteine, oder wie heißen die nochmal? Krähensteine? Irgendwie sowas. Die Hexen sind doch auch da, oder nicht? In diesen Hexen habe ich auch noch eine Rechnung offen. Warum eine Rechnung offen? Die haben doch gut ihre Arbeit gemacht. Wir müssen uns auch mal relativ bald darum kümmern, dass die ihren komischen Tempel kriegen, nicht dass die anfangen uns zu verfluchen. Ich glaube, dass sie einen Tempel bauen dürfen, nur haben die genauso gleiche Probleme wie alle anderen in der Stadt. Ich denke nicht, dass sie so schnell böse werden könnten. Also immerhin ist die Schlacht erst einen Tag her. Bei Hexen muss man vorsichtig sein. Beschweren, solange wir nicht anfangen, die anderen Tempel wiederzuerrichten. Hexen sind komische Zauberweiber, bei denen muss man vorsichtig sein. Das weiß doch jedes Kind. Wir sollten auch mal in Eisingers Schmiede nachsehen. Wenn er wirklich tot ist, sollten wir die Nachricht an seine Familie überbringen. Wenn wir sowieso schon in Eschenrod sind. Über all diese Schwierigkeiten sollten wir unsere eigenen Probleme nicht vergessen. Wir brauchen eine vernünftige Unterkunft. Und was das angeht, ja, noch genau das. Ich würde Tempelhöhe empfehlen. Und ich muss sagen, die Residenz ist betretbar. Wenn wir einige Balken zum Abstützen dort hinein schaffen, gibt es sicherlich noch einige Gemächer, an denen man schlafen kann. Nun, ich dachte, wir könnten Leonardo darauf ansetzen, dann hat er auch was zu tun. Dauerhafteres für uns. Nun, vielleicht steht die Villa meiner Familie noch. Wo stand sie denn? Ich war nur einmal da. Am Heldenberg? Ja, im Norden von hier. Ihr müsst eigentlich relativ unbetroffen sein. Obwohl, die Tempel hat es auch erwischt. Ich weiß es nicht. Aber wir sollten uns mal wirklich mit euer Onkel? Entschuldigt, euer älterer Bruder? Ich weiß es gar nicht. Mein Onkel, ja, aber nun, ich denke, er ist über alle Berge. Alan Farnheim. Er ist Botschafter hier in Garret für Alanfa. Wenn wir ihn finden, vielleicht können wir durch ihn die Unterstützung des Reiches sichern. Wir müssen ihm auch noch die schlechte Nachricht überbringen, dass jemand das heilige Boron-Artefakt zerstört hat. Sag das doch nicht so laut! Ich würde es ja von den Dächern brüllen, aber ich habe gerade Besseres zu tun. Darum werden wir uns bei Zeiten kümmern. Das ist immer noch besser, als wenn der Stab bei euch in der Landfern irgendeinem Keller verschwindet. Gut, was tun wir als nächstes? Das werde ich so weitergeben. Was tun wir als nächstes? Die Straße nach Norden ist freigeräumt, das ist gut. Wir brauchen jemanden, der reiten kann oder ein Pferd. Ja, das wird ja kein Problem sein. Im Norden der Stadt sollte ja immer noch Teile der ehemaligen Reiterei sitzen. Gut, dann werden wir da ein paar Retter herbeiholen müssen und schicken sie in die nächstgelegenen Städte. Wir werden Korn brauchen und was auch immer sie an Männern übrigen können. Auf dann Straße arbeiten. 2, das Romanisator ist auch passierbar. Wir müssen herausfinden, wie die Südstadt aussieht. Irgendwie muss da ein Durchkommen sein. Ich habe Leonardo eingesetzt, ein Gerät zu konstruieren, das uns hilft bei der Schuttberäumung. Also, hat mir nicht so ein Fluggerät gekapert, kann man damit vielleicht dorthin fliegen? Ich glaube, das geht nur nach unten und nicht nach oben. Ist es nicht abgeschossen oder abgestürzt? Ich hörte Gerüchte. Nein, das mit dem wir geflohen sind. Das ist nicht einfach nur so nach unten gegangen? Ich dachte nicht, dass das nach oben geht. Ich weiß es nicht. Es ging jetzt nach oben, nein. Ich glaube, das. Ich habe es zumindest nach unten gesteuert. Ob es nach oben fliegen kann, habe ich nicht getestet. Dann müssen wir Scheiterhaufen organisieren. Wir sollten in der Rauls Arena hinten anfangen. Auch wenn uns Stygmo dafür vermutlich verfluchen wird. Es gibt, denke ich, genug Trümmer für Holz. Mir schien er sehr pragmatisch. Ich denke nicht, dass er Einwände haben wird. Ich sagte nicht, dass er Einwände haben wird, nur dass er uns verfluchen wird. Es wird sehr Ingrim gefällig und wir werden die Asche einsammeln und die kann dann nachträglich Boron gefällig in einer in Katakomben untergebracht werden. Was die Trümmer angeht, wir sollten Sorge tragen, dass wir nicht irgendwelches Unholz mit auf den Haufen werfen. Als nächstes müssen wir mit dem Effa-Tempel uns absprechen. Die Natter muss von sämtlichen dämonischen Trümmerwerken befreit werden.
und unter Umständen leerstehende Wasserquellen eingeweiht, damit die Auswirkungen des Splitters eingedämmt werden.